Miss Felicitas, wo seid ihr? Wir kommen! Die Mutter Oberin hat noch einen Auftrag für uns. Oh, die Kirche ist zurzeit in stürmischen Gewässern. Und wir sollen uns Gedanken darüber machen, wie sie wieder attraktiv für junge Menschen werden kann. Womit könnten wir Werbung machen? Also da fällt mir einiges ein. Das ewige Leben, dann die tollen Kostüme. Wir dürfen unseren Schnaps selber brennen. Und egal, was wir auch anstellen, unser Papst haut uns raus. Prost, Penny. Und außerdem ist Jesus mein Geliebter. Oh, das ist schön zu hören. Sie meint nicht Jesus, sondern Jesus. Oh, Jesus. Wie wäre es mit nichts ist unmöglich, die Kirche? Ach, ich weiß nicht. Vielleicht 20% auf alles außer Beichten. Ja. Grüß Gott, meine Damen. Bleiben Sie bitte sitzen. Ja, ich komme in einer höchst delikaten Angelegenheit zu Ihnen. Ich bin dem Erzbischof noch ein Gefallen schuldig, seitdem er allen Leuten, die mich nicht wählen wollten, mit dem Fegefeuer gedroht hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat mich gebeten, dass Sie einem schwarzen Schaf der Kirche Unterschlupf gewähren, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Gegen Barzahlung. Aha. Komm uns doch mal raus. Ja, das wurde aber auch Zeit. Ja, ja. Das ist aber gar kein Schaf, das ist eine Nonne. Das ist der Bischof. Herr Bischof, was haben Sie denn getan? Nun, ich will mal so sagen, das ist eine lange Geschichte. Sagen wir es doch einfach mal so, wie es ist. Na, er hat ein paar Chorknaben, die uns transpoliert. Na, er hat im Gesangsbuch die Nummer 69 gesungen, gell? Ach Mensch, ihm ist die Hand ausgerutscht. In den Schritt eines Chorknaben, ja gut. Das ist ja unfassbar. Dagegen müssen wir unbedingt etwas tun. Ein Skandal. Seit wann ist so etwas denn verboten? Genau. Der Spitzel. Und wenn Sie so etwas sehen, verspüren Sie gar nichts. Nein, Sie sind zu alt und eine Frau. Juhu, Herr Bischof, wir haben Neuigkeiten für Sie. Ach ja? Ja, gerade waren Bruder Lasco und Bruder Claudius da und haben einen Brief aus dem Vatikan abgegeben. Bitte öffnen Sie ihn für mich, ich bin so nervös. Sie werden versetzt. Oh nein, nicht schon wieder. Und zwar nach Nairobi. Nein. In ein Kinderheim. Nein. Ja? Ja. Er hat meine Gebete erhört. Jesus! Jesus! Pack deine Sachen, wir verschwinden von hier. Jesus! Das ist nicht Jesus, sondern Jesus! Nein, nein. Jesus!